in folgendem Video soll dargestellt werden, wie die Informationsübertragung zwischen einer Nervenzelle und einer Muskelzelle oder einer weiteren Nervenzelle funktioniert. Am Ende des Axons befinden sich die Axon-Endknöpfchen. Die Region, wo die Axon-Endknöpfchen in enger Nachbarschaft zu einer Folgezelle liegen, bezeichnet man als Synapse. Man unterscheidet hier verschiedene Bereiche der Synapse. Der synaptische Spalt trennt dabei das präsynaptische Neuron, also das Neuron, von dem das Aktionspotenzial ausging, vom postsynaptischen Neuron oder der postsynaptischen Zelle, auf die die Information übertragen werden soll. Folgende Skizze zeigt Ihnen die Funktionsweise einer Synapse. Das Synapsenendknöpfchen am Axon wird getrennt durch den synaptischen Spalt von einer weiterführenden Zelle. Im Synapsenendknöpfchen befinden sich Vesikel mit Neurotransmittern, zum Beispiel Acetylcholin. In der Membran finden sich aktive, spannungsgesteuerte Calcium-Ionen-Kanäle. Um die Zellen herum und im synaptischen Spalt findet man Calcium-Ionen, gelb dargestellt, und Natriumionen grün dargestellt. Die blauen Pfeilspitzen stehen symbolisch für ein transmitterspaltendes Enzym, wie zum Beispiel die Acetylcholinesterase. In der postsynaptischen Membran der zweiten Zelle, auf die die Erregung übertragen wird, befinden sich transmittergesteuerte Natriumkanäle. Betrachten wir nun die Vorgänge im Detail. Über die Axonmembran erreichen Aktionspotenziale die Membran des Axon-Endknöpfchens. Durch die Potentialänderungen der Aktionspotenziale werden die Calcium-Ionen-Kanäle geöffnet und Calcium-Ionen strömen in das Innere des Axon-Endknöpfchens ein. Die einströmenden Calcium-Ionen bewirken, dass die synaptischen Vesikel mit den Neurotransmittern in Richtung der präsynaptischen Membran gedrängt werden. Dort verschmelzen die Vesikel mit der Membran des Axon-Endknöpfchens und der Neurotransmitter wird in den synaptischen Spalt freigesetzt. Die Neurotransmitter diffundieren durch den synaptischen Spalt in Richtung zur postsynaptischen Membran. Auf diesem Weg treffen sie immer wieder zusammen mit dem transmitterspaltenden Enzym, das die Neurotransmitter abbaut. Abbauprodukte diffundieren danach wieder zurück in das Axon-Endknöpfchen und werden wieder zum Neurotransmitter, also zum Beispiel Acetylcholin, regeneriert. Ein Teil der Neurotransmitter, also zum Beispiel des Acetylcholins, gelangt jedoch zu den Rezeptoren auf der postsynaptischen Membran. Hier bindet der Neurotransmitter an die Rezeptoren, wodurch sich ein Natriumkanal öffnet. Dieser Natriumkanal ist ligandengesteuert, das heißt, er öffnet sich durch Bindung eines Neurotransmitters. Auf diese Weise strömen Natriumionen in die postsynaptische Zelle ein. Diese wird positiv depolarisiert. Der ligandengesteuerte Natriumkanal ist so lange geöffnet, bis ein Enzym den Neurotransmitter spaltet. Im Fall von Acetylcholin an einer neuromuskulären Synapse ist das Enzym die Acetylcholinesterase. Die Spaltprodukte lösen sich von dem Natriumkanal, der Natriumkanal schließt sich und die Spaltprodukte gelangen letztendlich zurück in die präsynaptische Zelle, sprich das Axon-Endknöpfchen, wo sie zu Acetylcholin, dem eigentlichen Neurotransmitter, regeneriert werden. Durch die positive Depolarisation der postsynaptischen Membran werden hier spannungsgesteuerte Natriumkanäle geöffnet. Diese spannungsgesteuerten Natriumkanäle entsprechen jenen, die Sie bereits bei der Ausbildung des Aktionspotentials kennengelernt haben. Öffnen sich nun diese spannungsgesteuerten Natriumkanäle, werden Aktionspotenziale ausgelöst und die folgende Zelle leitet die Erregung weiter. Mehr Informationen gibt es wie immer auf meiner Homepage www.biolehrer.jimdo.com. Schaut vorbei, ich würde mich freuen.